Also die Nummer 8 und die Nummer 10 sind gleich. Nur die Nummer 10 ist größer als die Nummer 8. Die kann man verwenden für Motorhaube, für Dach, für und nicht unter der Strebe. Und Nummer 15 ist auch die gleiche wie Nummer 8 und 10, nur größer. Da kann man auch diese Aufsätze drauf machen für größere Dämme. Nummer 11 auch das gleiche, nur mit großen Bogen und kleinen Bogen. So, jetzt haben wir die Nummer 12, die ist so spitzig vorne, sind für die Restellen. Aber ein bisschen Achtung mit denen, ist ein bisschen scharf vorne, kann ein bisschen Spitzen rausfahren. Dann haben wir hier die Nummer 13, die ist für, auch für die Türe, für größere Dellen. Nummer 13. Da haben wir hier 1 und 2 für links und rechts unter den Streben, darum ist auch diese geknickt hier. Das sind ein bisschen kleinere Wellen. Und das ist das gleiche auch links und rechts für ein bisschen größere Wellen, auch unter der Strebe. Da haben wir hier die Nummer 5. Das ist für ganz oben, guck mal hier, für ganz oben, für hier. Die Nummer 6 und die Nummer 7. Das ist auch für unter die Strebe mit kleinem und großem Bogen. Sieht man hier. Unter der Strebe auch, auf der Tür? Unter der Strebe, und die kann man auch für die Türe benutzen, für kleinere Dämme. Und das sind kleine Lichtkarten, die kann man auch unter der Strebe benutzen. Eine links, eine rechts. Die wird immer größer. So. Mittel und ganz groß, links und rechts. Und die sind die gleichen, nur ein bisschen dicker. Nein, obwohl. Normalerweise sind die ein bisschen dicker, sind aber nicht dicker. 3 mm auf 5 mm, gell? Genau. Dann haben wir hier für Klebetechnik, das ist der Dellenheber und das ist der Zughammer. Kann man hier so Dellen rausmachen. Zeig mal, dass die halt gerundet sind, die Teile, und die Füße beweglich auch sind. Also. Die hier? Guck, die kann man, die sind so beweglich. Und hier, das ist rund wie eine Glocke. Nicht so viereckig wie beim Wirt. Teil auch für die Türe mit dem Schutz, Scheibenschutz. Mit dem kann man Löcher reinmachen, wenn man nicht reinkommt. Mit dem der Überdrücker, du weißt Bescheid. Das ist da auch für spitzige Überdrücker. Ein Stift schwarz und weiß für helle und dunkle Farbe. Und der Hammer. Und da haben wir hier Schreibenschwanz, klein, mittel und groß. 1, 2, 3. Und das sind die alten Modelle. Für auch unter der Strebe. Gehören die auch zu dem Komplett, oder? Ja, ja. Und dann haben wir auch für die Türen, Krieg für Flanken und Krieg für Kurs. Für oben und unten. Das ist 7 mm, das ist 9 mm. Hier haben wir die Aufsätze für Nummer 8, Nummer 10, Nummer 14. Spitz, dass man keine Kratzer macht. Das ist für Aluminiumhaube, gibt es auch für normales Blech. Und das ist auch für die Delle weicher macht. Gummi. Und das ist die Klebepistole. Thank you.
gibt es auch unten Grad, kann man einstellen, 220, 200. Und jetzt kommen wir zum E-Bremhaken. Das ist der da hier. Das ist der lange. Den gibt es auch in kurz. Und das ist jetzt 12 cm, gibt es auch 7 cm? Mhm. Millimeter, nicht Zentimeter. Ja, das sind hier die Abstandshalter für die Motorhaube. Einmal klein, einmal groß. Die macht man so auf. So kann man die festmachen. So. Was noch? komm, ich zeig noch den Dachgestell. So, das ist der Dachrichthafen. Die kann man so ausbauen. Der hat 9 Funktionen. So, die kann man auch klein benutzen. So ist der Mittel. Kann man hier auch die Aufsätze drauf machen. Hier, das kann man ausdrehen. Das ist schon fest. Das kann man hier auch ausdrehen. Und zum Beispiel, das da kann man hier reindrehen. So, dann ist es klein. Welche Aufsätze macht man da drauf? Die gleichen da, was wir letztes Mal. Und die kann man auch so. Das kann man hier auch drauf machen. Für ein bisschen größere Dinge. Hier so rein. Und die Kugel auch. Die Aufsätze die gleichen wie vorher. Das da kann man rein. Das da kann man rein. Und den Gummiaufsatz auch. So. Das ist der Bremhaken. Die Bremhaken. Noch nicht mehr rein. Den großen kennt ihr schon. Und das ist die Minenrichter.